Hallo, liebe Deutschlernende. Falls du Probleme damit hast, zu entscheiden, ob ein Wort groß oder klein geschrieben wird, dann ist dieses Video für dich. Ich wurde letztens gefragt, ob man die Wörter besonders und anders groß oder klein schreibt, beziehungsweise wann man entscheiden kann, beziehungsweise wie man entscheiden kann, ob diese Wörter groß oder klein geschrieben werden. Und ich möchte dir meine Antwort vorlesen, sodass du auch lernen kannst, zu entscheiden, ob man diese Wörter groß oder klein schreibt. Also, wenn du ein solches Wort groß schreibst, dann handelt es sich um sogenannte Substantivierung. Ja, Substantivierung. Die Art von Wörtern, die man im Deutschen groß schreibt, nennt man Nomen. Ein anderes Wort für Nomen ist Substantiv. Und deshalb sprechen wir von der Substantivierung, wenn wir ein Wort, das eigentlich ein Adjektiv oder ein Adverb ist, groß schreiben. Wir machen das Wort praktisch zu einem Nomen, zu einem Substantiv, und das nennen wir Substantivierung. Ja? Also, das bedeutet, dass ein Wort zum Nomen oder zum Substantiv wird. Das ist die Substantivierung. Ja? Wenn vor dem Wort zum Beispiel etwas steht, wird es substantiviert, denn mit etwas bezeichnet man ja eine Menge, und so ein Wort ist ein Nomen. Ja, also dadurch, dass wir von einer bestimmten Menge sprechen, muss es sich um ein Ding handeln. Ja, es ist ein Ding, es ist ein Nomen, es ist ein Substantiv, weil wir eine bestimmte Menge bezeichnen. Zum Beispiel mit dem Wort etwas. Ja. Ob man ein Wort groß oder klein schreibt, ist selbst für Muttersprachler schwierig. Ja, also selbst ich habe damit Probleme, auch andere deutsche Muttersprache haben damit Probleme. Eine Katze schaut mir zu. Hier ist eine Katze, die mich zuschaut. Hallo Kätzchen, hallo Kätzchen. Und wie du auch hörst, gibt es hier einen Hahn, ja. Du hörst die ganze Zeit schon einen Hahn. Naja, ich habe mir gedacht, ich filme in dieser Ambiente, in dieser Atmosphäre, so dass es nicht so eintönig wird, sondern sodass du auch ein paar Hintergrundgeräusche hast. Aber es ist trotzdem noch relativ ruhig hier, sodass du mich auch verstehen kannst. Ja? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich werde es anders ausdrücken. Ja, ich habe zum Beispiel etwas gesagt und mein Gesprächspartner hat es nicht verstanden. Also werde ich mich anders ausdrücken. Ja, das ist ein Adverb. Ja, ich drücke mich anders aus. Ja, dieses Wort zeigt genauer, wie ich mich ausdrücke. Ich drücke mich aus. Wie drücke ich mich aus? Anders. Also ist es ein Adverb. Ja, also ist es ein Adverb und ich schreibe das Wort klein. Denn es ist ein Adverb. Ich schreibe es klein. Ich kann aber auch sagen, das ist etwas anderes. Ja? Wir sprechen über Äpfel und dann erwähnt jemand Birnen. Und da man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann, wie das Sprichwort sagt, ist es etwas anderes. Ja, wenn wir über Birnen sprechen, ist es etwas anderes, als ob wir über Äpfel sprechen würden. Ja, und du denkst jetzt vielleicht, ja, das wird groß geschrieben, weil etwas vor dem Wort steht, und dann hast du auch komplett recht. Ja. Dieses Wort wird groß geschrieben, ja, das Wort anderes. In
genau diesen Satz. Ja? Das ist etwas anderes. Wir bezeichnen eine Menge mit etwas. Also schreiben wir das Wort groß. Also es ist ein Substantiv. Es ist ein Nomen. Ja? Anderes. Ja? Das ist etwas anderes. In dem Satz davor haben wir gesagt, es ist ein Adverb, weil wir das Wort anders benutzt haben. Ja? Ich werde es anders ausdrücken. Das Wort beschreibt das Verb genauer, also ist es ein Adverb. So ähnlich ist es bei dem Wort Besonderes. Ja? Ich kann auf ein Kind zeigen und sagen, das ist ein besonderes Kind. Ja? Das ist ein besonderes Kind. Das ist ein Adjektiv. Ein Adjektiv ist ein Wort, das ein Nomen genauer beschreibt. Ja? In diesem Fall ist Kind das Nomen und besonders beschreibt das Kind genauer, also ist das Wort Besonderes ein Adjektiv. Ja? Das ist ein besonderes Kind. Ja? Besonderes ist ein Adjektiv. Wenn ich aber sage, das ist etwas Besonderes, Punkt, ja, das ist etwas Besonderes, dann wird Besonderes zum Nomen, weil ich etwas benutzt habe. Ja, ich beschreibe mit etwas die Menge von diesem Nomen Besonderes. Ja? Wir schreiben Besonderes groß in dem Satz, das ist etwas Besonderes. Ja? Achtung! Manchmal steht so ein Wort alleine, weil man sich das Nomen nur denkt. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, mein Kind ist nicht besonders, ein Adjektiv, ja? Mein Kind ist nicht besonders, aber das Kind vom Nachbarn ist ein besonderes. Und dabei denke ich mir das Wort Kind. Ja, ich sage, mein Kind ist nicht besonders, aber das Kind vom Nachbarn ist ein besonderes Kind. Ja, das Kind kann ich mir aber auch nur denken. Ich kann das Kind, kann das Wort Kind weglassen. Ich kann sagen, dass, aber das Kind vom Nachbarn ist ein besonderes. Der Satz ist fertig. Ja, ich kann auch sagen, das Kind vom Nachbarn ist ein besonderes Kind. Aber das Kind kann ich auch weglassen. Und weil ich es weglassen kann, bleibt das Wort Besonderes trotzdem noch ein Adjektiv. Denn es beschreibt das Wort Kind genauer. Und das Wort Kind habe ich aber weggelassen. Ich verschweige es. Ich sage es nicht, weil mein Gesprächspartner sich denken kann, dass ich Kind meine. Ja, ich sage einfach nur, das Kind vom Nachbarn ist ein besonderes. Ich hoffe, es hat die Frage ein bisschen geklärt. Also versuche zu entscheiden, ob das Wort eher ein Nomen ist, und dann schreibst du es groß, oder ob es eher ein Adjektiv oder ein Adverb ist. Ja? Wenn es ein Nomen ist, schreibe es groß. Wenn es kein Nomen ist, schreibe es klein. Ja? Nur Nomen und Eigennamen, ja, also Marco, Dirk, Peter, diese Namen, diese Eigennamen oder auch Burger King, ja, McDonald's, diese Namen sind Eigennamen und sie werden im Deutschen auch groß geschrieben. Ja? Diese Eigennamen und Nomen werden immer groß geschrieben. Ansonsten wird alles andere klein geschrieben. Ja? Viele Deutschlerner realisieren nicht, dass manche Wörter Nomen sind und schreiben sie klein. Ja? Also Deutschlerner tendieren eher dazu, mehr Wörter klein zu schreiben, als Wörter groß zu schreiben. Ja? Zum Beispiel bei der Phrase vielen Dank. Ja? Da ist zum Beispiel Dank ein Nomen. Ja? Und wird groß geschrieben. Wenn ich sage Danke, wird es klein geschrieben, weil es kein Nomen ist. Ja? Aber wenn du
auf meinem Kanal suchst, dann findest du auch ein Video über vielen Dank und Danke und warum das eine ein Nomen ist und das andere nicht. Ja? Also es ist eine schwierige Entscheidung manchmal, aber ich bin mir sicher, dass du es mit der Zeit lernst und wenn du viel Deutsch liest und darauf achtest, was du liest, dann lernst du immer mehr, welche Wörter Nomen sind und welche nicht. Okay, also die Nomen groß, alles andere klein. Ich hoffe, das war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.